Ja. Ist auch manchmal nicht schlecht, aber ich finde es auch gut, wenn man die Sachen, sagen wir mal, während dem Spielen lernt. Das macht mir manchmal mehr Spaß, als wenn ich dann vorher schon alles weiß. So. Genau, und hier kann ich das dann machen. Brauche ich nur noch die Asche. Ist natürlich ein wundervolles Vorratslager, so neben dem Essen noch Tonkrüge und Asche von Leichen aufheben. Das Spiel ist schon makaber, finde ich. Bisschen makaber. Immer die Leiche direkt drauf tun, das ist auch perfekt. Wir haben unsere tollen Sandwiches, die wir eh nicht verkaufen dürfen im Moment. Ja, nicht schlimm, Leiche nehmen. Kommt jetzt weg. Ja, kenne ich. Kenne ich. Ich habe, wie gesagt, ich habe bei Graveyard schon über 200 Spielstunden. Die habe ich mir schon ersammelt. Und dann gibt es einfach Kleinigkeiten oder Abläufe, die hat man einfach nicht mehr im Kopf, weil es vielleicht sogar ein bisschen länger her ist, dass man, ja, eben gespielt hat. Und wenn man dann mal wieder spielt, dann fehlen diese Abläufe, dann hat man die einfach nicht mehr so richtig im Kopf. Ja, und dann macht man halt wieder Fehler von neuem. So, der Herr arbeitet hier noch schön brav. Das ist natürlich einwandfrei. Manchmal so einen verbrannten Geruch in der Nase. Dann auch mal hier rein. Können hier raus. Die haben hier drin nichts zu suchen. Das arbeitet auch noch. Der lieber Zombie ist schon ein bisschen langsam. So, und jetzt kriegen wir auch unsere blauen Punkte. So, Salz haben wir auch wieder. So, unsere Leichenteile wieder hier reinlegen. Den Honig können wir noch aus der Tasche raus. Da behalten wir mal noch 5. Ich meine 10. Hier behalten wir mal noch 10. Karotten behalten wir auf jeden Fall vollständig. Da geben wir nichts weg. So. Mal gucken, ob ich auch ein bisschen Torf mitnehmen kann. Falls du Ground holst. Mal gucken willst, gebe ich dir noch die Ratschläge. Erstens, neue Ressourcen, da wo überall ein Ausrufe immer erst erforschen. Sobald du eine neue Werkbank hast, mit jedem Rohstoff mal dran gehen. Ah, ja, es sind garantiert saugute Tipps. Hier haben wir auch noch. Wie gesagt, die Karotten lassen wir hier drin. Und Torf nehmen wir mal so 30 mit. Vielleicht kann die der Bauer auch gebrauchen. Jetzt wird schon wieder Nacht. Macht ja schon wieder keinen Sinn, weil schon wieder Nacht wird. Leeres Beet mit Stäben. Dazu brauchen wir Stäbe noch. Können wir ja schließlich auch gebrauchen. Haben wir ja auch einige hier.
Und dann können wir demnächst mit Wein beginnen. Ein bisschen. Ja, hauen wir nämlich dann hier hin. So. Haben wir keine Stäbe mehr? Nicht schlimm, denn hier hauen wir noch normale hin. Holzstäbe kriegen wir eigentlich durch so viel Zeug. So. So, weil dann können wir die so ein bisschen erweitern. Da können wir noch schöne Porzellankrüge machen, mit dem wir noch weißer Staub. Weißen Staub kriegen wir durch Knochenmehl, denke ich, glaube ich. Warte, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Gerade eben war ich mir noch sicher, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte erst, es wäre Salz. Aber man kann ja nur ausprobieren. Bald ist auch wieder Sonntag. Dann können wir wieder beten. Er arbeitet noch fleißig. Wo ich jetzt rumrenne. Ich hab da ja sowas Tolles. Ich muss ja nicht mehr den ganzen Weg auf mich nehmen, zum Glück. Wobei ein Reittier auch eigentlich ganz cool wäre. Ganz cool. So. Dein Daddy ist noch nicht draußen, aber wir müssen eh reden. Bauernsohn. Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Über den Vampir. Ich habe ein paar Fragen für dich, Kleiner. Über den Vampir? Versprichst du mir, dass du nicht lachst? Mein Vater, mein Onkel, alle Nachbarn, keiner glaubt mir, alle lachen mich aus. Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde. In der Nacht haben mein Vater und Onkel Müller Whisky getrunken. Ich war allein zu Hause und ein Mann kam durch das Fenster gestiegen. Erst dachte ich, dass es mein betrunkener Vater ist. Ich habe ihn sogar noch Papa genannt. Aber es war, als würde er mich nicht hören. Interessant, erzähl mir mehr. Ich wusste irgendwie sofort, dass es nicht mein Vater war. Und dann habe ich mich unter einer Decke versteckt. Und dann ist er einfach verschwunden. Bitte lach mich nicht aus. Alle lachen an der Stelle. Keine Sorge, mit 15 hatte ich auch wahnsinnige Angst gehabt. Danke, aber ich bin 22. Okay. Schön. 22. So, das und das kauft er gar nicht. Mal Angebot beenden. Dann haben wir nämlich 13. So, So. So, 8, 14, 20, 24, ja, ich kann mich nicht entscheiden, ne? Das sind die teuersten gewesen und
Und den hier noch ein bisschen. Ja. Angebot beenden. Handeln. Der Händler wird diese Gegenstände morgen zum Verkauf freigeben. Tada! So, Rang 2. Das ist schon mal super. Das können wir gut gebrauchen. Ah, dann kriegen wir vielleicht bald mehr Sachen. So, was können wir denn noch kaufen, verkaufen? Eigentlich gar nichts. Hause, totes Pferd, Leuchtturm, Flüchtlingslager. Wir gehen mal nach Hause. Wasser. Gehen wir zur Kirche. Der Esel ist ganz schön faul, muss man schon sagen. So. Guck ich mal, ob ich Knochenmehl herstellen kann. Oder zumindest weißes Pulver. Verfällt in nichts. Verfällt in nichts. Super. Echt fantastisch. Durch was kriege ich denn jetzt weißes Pulver? Doch, da. Der fällt in Pulver. Schädel nicht, aber die Knochen. Warum kann ich das hier nicht machen? So, weil ich mischen muss irgendwie, ne? Ich brauche also eine Mühle. Ja, Alchemiemühle, aber dafür brauche ich Marmor. Hä? Und Marmor habe ich noch nicht. Kann ich Marmor kaufen? Kann ich Marmor kaufen? Wir haben doch unseren Steinmetz. Da ist unser Holzfäller. Da ist sein Holz. Die Holzfällerbrüder, besser gesagt. Und der Steinmetz müsste, glaube ich, fast ganz oben sein. Wenn ich ihn denn auch finde. Und jetzt, Deppert, wo ist denn der? Karte. Wie weiter unten? Ja, bisschen Deppert vielleicht. Ein klein wenig. Man kann auch das Offensichtliche vollkommen übersehen. Und zwar, dass da gar kein Weg mehr ist. Gucken wir mal. Jetzt kriegen wir eine Leiche, ne? Du bist mir einer. Blöder Esel. Nur noch 3 Silbermünzen. Hallöle. Bei dir kriegen wir nur Stein und Feuerholz. Oh Mann. Stein kaufen ist aber auch ein bisschen bescheuert. Und was ist, wenn wir Stein verkaufen? Können wir Stein verkaufen? Können Sie ja mal versuchen. Kein Feuer mehr.
Wir können es ja mal versuchen. Und dann gucken, ob wir es verkaufen können. So. Da können wir schnell reißen. Bevor man schnell reißen konnte, war das schon mächtig nervig, das Hin- und Hergelaufe. Bitte verkauf mir noch was. Oder besser gesagt, kau. Meine Gegenstände. Ah. Cool. Danke, der Herr. So. Jetzt haben wir ja noch ein paar mit der können oder müssen wir reden. Ja, müssen. Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. In diesem Spiel wird einfach viel lieber Menschenfleisch gegessen. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Okay, über den Vampir. Hallo? Rosa, der Vampir, der dich angegriffen hat. Darf ich? Oh, sag mal. Er hat mein Blut getrunken. Oh, das tut mir wirklich leid. Aber kannst du bitte etwas leiser sein? Ja, du bist die Beste. Also könntest du mir erzählen, was passiert ist? Gamebug, würde ich fast sagen. Ach verdammt, was ist danach passiert? Tobi, Tobi. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, dass die Kühe schön eine Kälber bekommen. Fantastisch. So ein Gamebug hatte ich jetzt auch noch nie. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat hier das Sagen. Über den Vampir. Kette, könntest du mir was über den Vampir erzählen? Nein, das kann ich nicht. Ich werde kein weiteres Wort mehr sagen, bis Rodrik sich für sein abscheuliches Verhalten entschuldigt. Okay. Ich werde mit ihm reden. Rodrik, Kette will, dass du dich entschuldigst für... Ich soll mich entschuldigen? Ich habe den Liebhaber meiner Frau in meinem eigenen Schlafzimmer erwischt. Und ich soll mich entschuldigen? Stell dir das nur vor, er hat mich angesehen und ist dann durch das Fenster entwischt. Und jetzt besteht sie darauf, dass sie geschlafen hat und dieser Typ ein normaler Vampir war. Ein normaler. Vielleicht hat sie ja recht. Geh zu ihr und sag ihr, dass ich eine Erklärung verlange. Yay.